Und damit wieder herzlich willkommen bei der Slambörse Wuppertal. Heute wieder online für euch in der Stream-Ausgabe bei unser aller Lieblings-Streaming-Dienst StuOne. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Wilko Gerber. Ich freue mich auf eine fantastische Sendung voller Poetry-Slam-Magie, feingeistiger Lyrik und natürlich schönen Bühnengeschichten. Und dafür haben wir uns auch heute wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Bevor wir ihn begrüßen, ist es mir aber noch eine große Freude, meinen Partner am anderen Mikrofon begrüßen zu dürfen, den vor einigen Jahren, als es damals noch MySlam gab, die gute alte Zeit, Anführer der Slammerinnen und Slammer mit den meisten für Poetry Slams zurückgelegten Kilometern, bis unser heutiger Gast den Ring betreten hat. Herzlich willkommen, Ralf Michael Bayer. Ja, vielen Dank, Wilko. Ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das gewesen ist. War aber auch nur ein Monat, da ich da mal angeführt habe. Vielleicht haben die anderen da etwas länger geschlafen, ich habe keine Ahnung. Ja, wer mich gerade so wunderbar anmoderiert hat, ist niemand geringerer als mein gut aussehender Studierender und ja, eloquenter junger Mann, Wilko Gerber. Wie immer freue ich mich sehr, mit dir wieder die Sendung zu gestalten. Ja, zurück zu unserem Gast. Wen haben wir denn noch eingeladen? Also, wir haben ja schon ein wunderbares Vorgespräch gehabt und haben schon festgestellt, dass eine Stunde gar nicht genug ist. Dieser Mann quillt über Vorgeschichten. Und ja, wen haben wir denn eingeladen? Verrat das unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal. Willkommen. Ja, sehr gerne. Er ist Poetry Slammer. Er ist Lyriker, Sprachdidaktiker und Literaturwissenschaftler. Er hat jetzt gerade vor einem Jahr sein viertes Buch rausgebracht und er ist schon mehrfach bei Poetry Slam Landesmeisterschaften angetreten, also schon fester Bestandteil der Szene. Und ich freue mich riesig, dass er da ist. Herzlich willkommen, Eberhard Kleinschmidt. Hallo, ihr beiden. Ja, hallo, Eberhard. Schön, dass wir uns endlich mal wieder ja, von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn es auch nur virtuell ist. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du mit dabei bist und haben ja auch lange drum gekämpft, dass du einen Termin für uns frei hattest. Und ich habe auch schon mal in dein Buch reingeguckt, das hast du mir ja dankenswerterweise zugeschickt, Der wandernde Dichter. Sehr schön, kann ich nur empfehlen. Wer Lust hat, schöne Gedichte zu lesen, auch ein bisschen mit politischem Hintergrund und auch ein bisschen kritischer, der sollte sich von Eberhard Kleinschmidt den wandernden Dichter kaufen. Ja, vielleicht möchtest du selber noch ein bisschen was dazu sagen, Eberhard. Das ist schon dein viertes Buch mittlerweile. Am liebsten fange ich mal mit meinem Credo an. Ja. Poet, ich möchte sein, ein fahrender Sänger, von Burg zu Burg einst, heut von Stadt zu Stadt hinziehend, weil es an einem Ort nicht länger ihn hält, zu sagen, was er zu sagen hat. Er sucht die Menge, die bereit zu hören, all das, was ihn im Innersten bewegt. Er sagt es mit Vers und Klang, um zu betören, damit nicht Geist nur auch das Herz erregt. Er sucht die Bühne, wagt das Abenteuer, denn ob Applaus er kriegt, das weiß er nicht. Er stellt sich dem, weil der Begeisterung Feuer ihn trägt und seiner Botschaft Zuversicht. Ja, Poet ich möchte sein, ein fahrender Sänger von Ort zu Ort, es hält mich gar nicht länger. Ja, und so war es dann ja auch. Ich habe ja nun wirklich sehr, sehr viele Auftritte hinter mir als Reisepoet. 400 Auftritte. Ich habe also, weil ich so verrückt bin, ich führe genauestens Buch, wann, wo, was passiert ist. Und in Corona-Zeiten, wo man dann ja teilweise auch nicht weiß, was man machen soll, habe ich dann also eine verrückte Berechnung angestellt, wie viel Kilometer ich denn nun also im Zug unterwegs war. Denn ich bin also eigentlich immer per Zug unterwegs, nicht per Auto, und habe dann also selber es nicht glauben wollen, ich habe 75.000 Kilometer im Zug zurückgelegt, also praktisch zweimal am Äquator um die Welt. Unglaublich. Und das nur, um zu Poetry Slams zu kommen. Genau. Und weil auf meinem Buch vorne drauf steht, der wandernde Dichter, da hatte ich mir, also kannst du dich auch nicht lumpen lassen, du musst mal gucken, wie viel du denn auch noch wirklich gelaufen bist von dieser großen Strecke. Und da ich also den Ehrgeiz habe, innerhalb der Städte eben wirklich vom Bahnhof zum Auftrittsort und so weiter alles zu laufen,
Auch das habe ich berechnet und bin also auf die erstaunliche Strecke per Pedes zurückgekommen von Hamburg bis Sizilien. Also 1800 Kilometer habe ich mir die Füße abgelatscht. Ja, also im Grunde genommen schon, also irgendwie so wie die Minnesänger, in deren Tradition ich mich ja auch so ein bisschen sehe, die ja von Burg zu Burg ziehen, um ihre Geschichten und ihre ganzen Gedichte rüberzubringen. Naja, und noch eine Besonderheit bei dieser Berechnung, das habe ich aber erst letztens jetzt angestellt. Ich war ja nun wirklich also in Nordrhein-Westfalen am häufigsten von allen Bundesländern. Und dieser Auftritt, den wir also jetzt gerade zelebrieren, ist der 90. Auftritt in Nordrhein-Westfalen. Hey, Jubiläum! Ja, wunderbar. Gratuliere. Ja, und dass das gerade bei uns passiert, wunderbar. Freut uns sehr. Ja, so viel also erstmal zu mir. Du hast ja das Buch erwähnt, das rausgekommen ist. Ich habe es dann ja nun hier in der rückseitig haben wir das Plakat aufgehängt, das mein australischer Schwiegersohn für mich angefertigt hat. Also der wandernde Dichter. Greif zu, Eberhard Kleinschmidt, der wandernde Dichter, bestellt es am besten jetzt noch im Anschluss an die Sendung. Wandern ist wirklich, der Name ist Programm. Bei ja. Eberhard Kleinschmidt. Genau. Ja, es ist ja dieses wunderschöne Cover mit einer Zeichnung von Tobi Kunze und innerhalb des Buches also wunderschöne Fotos von dem allseits bekannten Tobi Lebowski von der Weststadt Story. Ja, genau. Der Fotowikinger. Ja, der Fotowikinger. Grüße. Genau. Also so viel erstmal für den Moment von mir. Ja, wunderbar. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen was von dir gehört. Und Entschuldige. Ja. Und wir waren da auch schon ein paar Mal gemeinsam auf der Bühne und ich muss sagen, also ob du Applaus kriegst, weißt du nicht, sagst du ja in deiner Anmoderation gerade, aber Applaus hast du mal reichlich gekriegt, muss ich sagen. Du kommst wirklich sehr gut an. Und ja, ich finde deine Texte auch sehr interessant und auch sehr schön stellenweise, muss ich wirklich sagen. Also es gefällt mir gut, was du machst. Danke, danke für die Blumen. Ja. Gerne. Ja, ich habe dann natürlich also auch, wie sich das ja gehört, auch einen Corona-Text verfasst. Sehr, sehr schwierig in diesen Zeiten, wo also das, was gestern gegolten hat, ja heute schon nicht mehr gilt und kein Mensch weiß, was also morgen gilt in diesem Chaos. Von diesem Text habe ich also auch zwei Fassungen. Einmal also als Neujahrstext habe ich ihn verfasst für gute Freunde. Zu dem Thema Neujahrstext kommen wir nachher vielleicht später nochmal. Und die zweite erweiterte Fassung trage ich also jetzt vor. Das ist quasi ein Dialog mit mir selbst. Ja, da freuen wir uns jetzt drauf. Bühne frei für Eberhard Kleinschmidt mit Und nun. Genau, und nun. Wird das wohl jemals wieder so, wie es war? Ist alles, was mal war, bloß ausgesetzt auf Zeit nur oder gar für immer jetzt? Es ging so viel verloren in diesem Jahr. Die Frage ist, was wollen wir zurück? Gar alles, vieles oder nur ein Stück? Corona, was ist das? Und wo? Noch nie gehört. Eine Seuche? China? Ha, weit weg. Fängt an im Hals, Angina? Betrifft mich nicht. Bin heilfroh. Wie ungewiss war es doch, als es begann. Und dann war dieses Etwas plötzlich da. Bei uns. Was nicht erwartet ist, geschah. Wird nicht so bald verschwinden irgendwann. Und Kranke, Tote, nun bald überall. Gezählt wird täglich jeder Todesfall. Auch ich von Atemnot bedroht. Ein Alp legt sich aufs ganze Land. Von Angst vorm Stillstand wie gebannt. Und Kunst, kein Auftritt mehr, Verbot. Und nun ist alles erstmal stillgelegt, damit der Menschen Leben sei geschützt. Gefragt wird nicht, wem das vielleicht nicht nützt. Sodass der Unmut hier und da sich regt. Man fühlt sich aller Orten eingeengt, will nicht das Leben länger eingeschränkt. Doch ist solch Leben so begrenzt? Was ist mit den allen anderen Dingen, die Leben helfen zu gelingen? Begrenzung als das Schreckgespenst? Wie wäre es, sich auf sich selbst mal zu besinnen? Wie wäre es, Entschleunigung doch mal zu lernen? Wie wäre es doch mal, sein Ego zu entkernen? Wie wäre es, mit Solidarität mal zu beginnen? Wie wäre es, Konsum doch mal zu überdenken? Wie wäre es, der Umwelt mal zum Luftholen Zeit zu schenken? Das ist ja alles schön und gut. Hilft uns das aber weiter jetzt, wo uns Corona so besetzt? Wie lange reicht noch unser Mut?
Es ist ja nun genau schon ein Jahr her, dass wir auf dauerhafte Lockerung warten. Zuerst gebot es Vernunft, dass wir verharrten in längerem Lockdown. Wie hart, wie schwer auch immer womöglich werden würde. Doch mit der Zeit, Lockdown, er wurde zur Müde. Bin ich noch frei, nur fremdbestimmt? Hab das bisher noch nie erlebt, dass man gebannt, wie festgeklebt, verharrt, nichts tut, nichts unternimmt. Inzwischen sind Lockdowns schon Allzweckwaffen, so scheint's. Mal lang, mal kurz, dann wieder länger und je nach Covid-Fällen lockerer, strenger, auch nach Regionen sie unterscheiden. Ganz gleich, was uns die Politik verspricht, ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Wann kann ich endlich mal wieder raus? Mir geht's nicht gut. Was ist nur los? Was wird nur werden? Was mache ich bloß? Ich weiß nicht mehr, noch ein, noch aus. Da wurde alles Mögliche verheißen. Sobald der Impfstoff da, dann wird, ist's vorbei. Und nun kein Ende mit der Warterei. Man ist dabei, Geduld jetzt zu verschleißen. Das Chaos mit dem Impfen dauert an und jeder fragt, wann bin ich endlich dran? Was mir auch fehlt, ist der Kontakt zur Bühne, zu Slammern um mich rum. Ich bin für mich allein, bin stumm und ballganz in mir selbst versackt. Und dass man mit uns Alten begonnen hat beim Impfen, war noch nie in meinem Sinne. Ich hätte mir gewünscht, dass man beginne bei denen, die gebraucht in Land und Stadt, um aller Leben aufrechtzuerhalten, statt erst der Alten Leben zu verwalten. Und ich bevorzugt, ja, auch ich, und dankbar. Doch mir fehlt ein Jahr, ein ganzes auf der Bühne. Gar zu lang für einen Oldie wie mich. Ja, was kann schließlich nochmal wiederkehren von dem, was war vor der Corona-Zeit? Sind wir besonnen und dazu bereit zu raffen, was die Krise uns will lehren? Ob es uns gelingt, am Tage X zu wagen, trotz der durchlebten schwierigen Zeit zu sagen, statt den Verlust zu bilanzieren, was durch Corona wurde knapp, doch mal den Blick drauf fokussieren, was an Gewinn dabei fiel ab. Ja, danke schön fürs Zuhören. Eberhard Kleinschmidt mit Und nun, vielen Dank dir. Ja, da hast du ja wirklich alles mal so umrissen, was in der Corona-Zeit jetzt wirklich so passiert ist. Ne? Also ja. Die widersprüchlichen Meldungen reißen ja nicht ab. Ja. Aber wir sind verhalten optimistisch, dass wir nächsten Monat wieder mit den üblichen Einschränkungen natürlich einen Live-Auftritt in der Börse hinkriegen können. Ja. Weil die Börse hat auch jetzt eine neue Bühne aufgebaut. Und zwar kann man jetzt da Open Air auch nochmal auftreten, wenn schönes Wetter ist. Das freut mich sehr. Genau. Ja, mal gucken. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Börse arbeiten fieberhaft darauf hin, dass es bald wieder mit Veranstaltungen und dann natürlich auch mit dem Poetry Slam wieder in Wuppertal an den Start gehen kann. Und dann, lieber Eberhard, dann bist du natürlich fällig. Dann musst du nach Wuppertal. Komm gerne, ja. Willst du oder nicht? aber wie ist denn jetzt, Wilko, weißt du, die Inzidenzzahl in Wuppertal heute? Hast du da mal geguckt? Nicht. Ich könnte. Also die ist im Sinken begriffen, aber ich glaube, wir sind immer noch über 100. Ne? Da muss natürlich was passieren, bevor wir dann in 2 Wochen oder in knapp 3 Wochen da wieder was machen können. Ja, also, aber egal. Also wir hier in Braunschweig sind mittlerweile glücklicherweise unter 100. Ja. Wunderbar, ja. Wir können ja mal eine kurze Musikpause einlegen und ganz kurz nach den aktuellen Inzidenzwerten gucken, wobei, naja, wie lange die aktuell bleiben, wir hoffen das Beste natürlich. Aber Eberhard, du hast die Musik gewünscht. Ja, ich hatte einen besonderen Musikwunsch, ein Musikstück von meinem Sohn Peer. Peer Kleinschmidt ist ja Filmmusiker. Und er hat zuerst Jazzklavier und Popularmusik in Leipzig studiert und dann später sein Diplom an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg gemacht. Einer seiner letzten Filme ist dann auch beim Filmfestival in Cannes schon mal nominiert gewesen. Das Stück, das ich mir jetzt wünsche, ist Leben überschrieben
und ist 2020 in Corona-Zeiten entstanden. Es gefällt mir deswegen so gut, weil eben diese Musik trotz der auch für den Komponisten schwierigen Zeit melodisch positive Klänge hervorzaubert. Also Leben von Peer Kleinschmidt. Das war Peer Kleinschmidt mit Leben. Wir sind hier bei der Slambörse Wuppertal. Uns zugeschaltet ist Eberhard Kleinschmidt. Hallo! Ich wieder, ja. Ja, jetzt ist natürlich gerade schon wieder das Thema Corona, ob man will oder nicht, wieder zu uns durchgedrungen. Man hört es überall. Aber Eberhard, was hast du denn eigentlich so im Lockdown gemacht?
Ja, also der Einbruch im März 2020 war schon sehr, sehr heftig. Wir waren also gerade Anfang Februar von unserer Australienreise bei Tochter und Schwiegersohn wieder zurück. Und im Februar habe ich dann immerhin noch 8 Auftritte. Durch alle war ich dann viel auf der Achse. Anfang März kam dann also auch eben mein vorhin schon erwähntes Buch der wandernden Dichter in Berlin beim Periplaneta Verlag heraus. Schöne Dinge, unwiederbringlich, sind dann leider eben abgesagt worden. Ich hätte bei der Leipziger Buchmesse, wäre ich interviewt worden, hätte also eine Lesung halten können, unwiederbringlich weg. Ich hätte auch Open Air bei der Landesgartenschau in Ingolstadt auftreten können, auch das ist abgesagt worden, aber nun ja, so ist es. Trotz dieses Schmerzes über die Situation hatte ich aber dann doch immerhin wieder der vielen, vielen Zeit die Möglichkeit, dass ich mal wieder zurückgekehrt bin zu meiner Poeterei, wie ich meine Schreibe nenne, also mein Dichten, was ich eben ja bis zu den Auftritten ab 2013 beim Poetry Slam immer sehr intensiv betrieben habe. Also ich konnte zurückkehren zu meiner Lyrik. Und da hatte ich dann auch gleich eben ein erstes Projekt in Angriff genommen, überschrieben der etwas andere Neujahrsgruß. Ein Buch wollte ich zusammenstellen, habe es auch zusammengestellt. Dazu muss ich sagen, dass ich also eben seit 20 Jahren zu Neujahr immer Freunden und Bekannten eben einen Neujahrstext schicke mit einem schönen Foto. Und diese Texte und Fotos aus 20 Jahren habe ich also eben gesammelt, unter einen Buchdeckel gebracht. Und ja, und dann ist eben leider auch durch Corona bedingt diese Veröffentlichung geplatzt. Da war erst originelle Idee mit dem Neujahrsgruß. Finde ich besser als Böllern. Ja, also ich werde das auch nochmal wieder versuchen, dass es also vielleicht dann doch nochmal irgendwann rauskommt. Jedenfalls erstmal war Funkstille, Schreibblockade, aber dann im November hatte ich dann also eine weitere sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ich bekam nämlich mit, dass in der Schweiz ein Dichterwettbewerb für Ü70 ausgeschrieben war. Ausnahmsweise mal für alte Poeten. Und die hatten dann also als Thema rausgegeben Nachts. Gut, ich war dann also ganz schnell dabei und habe also eine Ballade überschrieben der Nachtmar, in der ich dann also auch unter anderem, mein Alter verarbeitet habe. Okay. Zwischendrin, auf das Ergebnis warte ich noch, aber irgendwann wird es demnächst ja mal kommen. Vielleicht bin ich ja also unter den Preisträgern vielleicht auch nicht, aber gleich viel zumindest war das also ein schönes Projekt. Zwischendrin war dann eben mal Aufräumen angesagt, nachher kommt dann ja also auch noch ein Text von mir dazu. Ja, und jetzt kürzlich im März hatte ich wieder eine wunderschöne neue Gelegenheit zum Schreiben, die mich also wirklich 14 Tage lang ganz, ganz doll in einen Schaffensrausch versetzt hat. Ein guter Bekannter, mittlerweile auch ein Freund, der über Braunschweiger Lande hinaus bekannte Bildhauer Magnus Kleine-Tebbe, hat nämlich für die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt eine Engelsfigur geschaffen. Und ich hatte eben das Glück, die Möglichkeit, diesen Schaffensprozess dichterisch zu begleiten. Das habe ich auch getan in einem Sonettzyklus mit 12 Gedichten. Und dieser Gedichtzyklus wird mittlerweile von der Bugerleitung in Erfurt auch zu Werbezwecken verwendet. Also eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, jetzt also auch mal außerhalb von Poetry Slam mal wieder so ein bisschen als Poet ins Gespräch zu kommen. Ja, so gesehen habe ich also die Corona-Zeiten eigentlich trotz allem sehr, sehr gut überstanden. Aber klar, mir fehlt natürlich auch wie allen anderen die Bühne, die Begegnung mit vielen lieben Freunden. Im Grunde genommen muss ich auch ehrlich sagen, kann ich gar nicht mitreden bei dem, was also die meisten meiner Mitstreiter dann nun auch wirklich leiden und durchlitten haben. Ich habe die Kämpfe im Beruf hinter mir, habe finanziell ausgesorgt, aber jedenfalls denke ich also schon sehr, sehr viel und versuche mich auch da hier und da ein bisschen zu engagieren bei all denen, die dann nun wirklich eben wirklich völlig ohne Auftritte, völlig ohne finanzielle Basis plötzlich dastanden. Ja. So viel also erstmal zu mir in Corona-Zeit.
Du hast die Zeit auf jeden Fall gut genutzt. Da ist wenig Netflix drin und es kommen auch wenig Jogginghosen in deinen Erzählungen vor. Also es scheint sich doch wirklich gelohnt zu haben für dich. Ich hatte sie an, aber die... Okay. Erwischt. Erwischt, genau. Aber genau. Da muss ich da mal dazwischen gerätschen. Also dieser Ü70-Slam in der Schweiz, das interessiert mich jetzt wirklich. Wie viele Leute haben da teilgenommen und wer war der Älteste da? Also von den Einzelheiten weiß ich nur, dass also etwa 400 Leute daran teilgenommen haben sollen. 400? Also offensichtlich dann noch eine ganze Reihe von älteren Poeten. Aber ja. Die Älteren haben ja normalerweise wirklich keine Chance. Ich habe mich auch überall mal beworben. Aber klar, dass das natürlich dann die Jüngeren, nachher, dass die dann berücksichtigt werden, vor allen Dingen, ist ja klar. Aber hier, das war eben mal eine schöne Gelegenheit. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Aber mitmachen ist alles. Und schauen wir. Aber wieso meinst du, das ist ja klar? Ich finde gerade Alter und Erfahrung, das ist eine Sache, die egal in welcher Berufszweige oder in welcher Lebenslage immer hilfreich ist. Und du hast ja auch richtig was zu sagen. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, als ob die jungen Leute mehr zu sagen hätten. Naja. Und ich muss mal ganz kurz nachfragen, wie alt bist du denn jetzt aktuell? Also ich bin noch 81 und werde im September 82. Meine Güte, klasse. Ja, prima. Finde ich echt beachtlich. Hast du denn vielleicht einen Tipp für ältere Poeten oder angehende Lyriker, die eben halt meinen, ich weiß nicht, kann ich denn in dem Alter überhaupt noch anfangen? Also du hast da, glaube ich, vor, wie lange ist das her? Wann hast du angefangen? Also 2012 bin ich zum ersten Mal mit dem Poet Tristan Pierre Bordschleich in Berührung gekommen, habe mir das dann ein Jahr lang angeguckt. Und da ich ja immer schon als Poet unterwegs war, dachte ich mir, du kannst doch auf die Bühne. Und dann bin ich ab 2013 erst zögerlich, aber dann nachher dann mehr und mehr durchstartend dann nachher auf der Bühne nachher erschienen und habe mittlerweile also auch richtig, ja, man kann sagen, Blut geleckt. Feuer gefangen, ja. Es war für mich auch insofern wieder wirklich eine sehr, sehr gute Chance. Ich gebe nämlich zu, das thematisiere ich auch hin und wieder mal, mit dem, was ich jetzt so schreibe und was ich jetzt so von mir gebe, bin ich ja überhaupt nicht im Trend der postmodernen Lyrik. Denn das, was die postmoderne Lyrik so rausgibt, ist für meine Begriffe viel zu bruchstückhaft. Es ist kaum verständlich, es ist sehr, sehr esoterisch und da mochte ich mich also nie einklinken. Also meine Vorbilder waren halt immer in der Klassik, in der Romantik, auch Shakespeare, obwohl nun Engländer gleich viel, war für mich auch immer ein großes Vorbild und so gesehen war ich dann wirklich happy, dass ich jetzt plötzlich also auf der Bühne Texte machen konnte, ja, wo ich auch das Gefühl hatte, ich werde verstanden. Ja? Die Leute sehen sich auch in meinen Texten wieder. Denn ich versuche natürlich auch immer irgendwie Texte auf der Bühne vorzutragen, wo sich dann der eine oder andere dann auch wiedererkennen kann. So wie ich auch immer so als Prinzip bei meiner Texterei immer hatte, also ich versuche eben Texte so zu schreiben, dass zwischen den Zeilen Raum bleibt für alle, die das hören und lesen, dass sie sich selbst mit ihren eigenen Gedanken und Fühlen da einklinken können. Ja, aber bei dieser postmodernen Lyrik, mit dieser Bruchstückhaftigkeit, na gut, man kann sagen, okay, lieber Dichter, du hast das für dich schön verarbeitet, aber mir sagt das nicht so fürchterlich viel. Und das ist eben beim Poetry-Slam völlig anders. Da geht es auch darum, wirklich Texte zu machen, mit denen du die Leute abholst. Ne? Ja. Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch Freestyle, du kannst ja machen, was du willst. Solange du nicht durchgängig singst, kannst du alles auf der Bühne bringen. Ich habe ja mal, ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist, dass dann sich mal ein Poetry Slammer auf die Bühne gestellt hat und hat 6 Minuten nichts gesagt. Ja. Ja. Und das muss man erstmal durchhalten. Ne? Also, das stimmt, ne? Ja. Also Hazel Brugger hat ja mal gesagt, der Poetry Slam ist die Paralympics der Literatur. Ne? Also, ne? Also ich finde schon, dass beim Poetry Slam ist es so schön, du kannst jederzeit einsteigen. Du kannst alles machen, was du möchtest. Ja. Auch mit Grammatik, wenn du da nicht so ganz sicher bist. Beim Lesen hört man es ja nicht. Ne? Also ob du jetzt was nämlich mit H geschrieben hast oder ohne. Ne? Und also deswegen finde ich eben halt, Poetry Slam ist eine wunderbare Plattform für Leute, die sich gerne mal ausprobieren möchten. Und ich habe mit 60 angefangen. Ne? Du warst ja 10 Jahre älter als ich da.
Wunderbar. Also ich finde das ganz, ganz toll und ich werde mich da auf jeden Fall mal erkundigen nach diesem Ü70-Slam da in der Schweiz. Ob es da ähnliche Projekte irgendwo gibt, finde ich hervorragend, muss ich wirklich sagen. Poetry Slam ist natürlich kein Format, das irgendeine Generation für sich gepachtet hat oder in Anspruch nehmen könnte. Und es ist schön, dass da so ein Fachmann wie du mit solchen Vorstellungen aufräumt, lieber Eberhard. Ja, aufräumen. Also im Grunde ist es ja so, dass ich also wirklich viele, viele meiner Mitstreiter auch wirklich fast hemmungslos bewundere. Also auch gerade diejenigen, die also dann auch in der Lage sind, Freestylen zu machen, das kann ich nicht. Aber Tobi Kunze kann sowas hervorragend. Ja? Und manche andere auch. Oder auch wie viele junge Leute, dass ihre Texte dann also auch auswendig vortragen und performen. Also ich bin da wirklich für voller Bewunderung und bin also oftmals auch wirklich dabei, mache mir Notizen, was man im Grunde genommen selber denen abgucken kann. Ja? Also so gesehen ist es für mich auch wirklich also nicht nur ein Geben, sondern auch wirklich ein Nehmen. Ja. Abgesehen davon, dass es natürlich für mich als Oli auch eine unheimliche Chance ist, jetzt eben ja beweglich zu bleiben, was mir immer schon sehr wichtig war, auch ein bisschen sportliche Betätigung. Aber allein dieses Rumreisen, dieses ständig sich neu orientieren müssen, allenfalls mit meinem Smartphone in der Hand, ja, das ist schon eine tolle Herausforderung. Und da stelle ich mich gerne. Und naja, mal sehen, wie lange das noch irgendwie geht. Ich jedenfalls bemühe mich. Wenn es jetzt wieder losgeht auf der Bühne, zum Beispiel bei euch, bin ich da. Ja. Das hält ja auch fit. Ne? Das hält fit, wenn man dauernd neuen Herausforderungen sich stellen muss, finde ich eine ganz gute Sache. Das sehe ich ganz genauso. Ja, dann gibt es doch jetzt direkt die nächste Herausforderung für Eberhard, oder? Möchtest du uns noch einen Text vorstellen? Ja, gerne. Ich habe ja nur vorhin schon zwischen den Zeilen mal vom Aufräumen geredet. Ja, war ein Versuch. Zwischendrin habe ich das dann also auch gemacht oder machen müssen. Okay, also Überschrift, ich räume jetzt mal auf. Zitat von Silbermond, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Tja, schaut man sich Leute an, die man so kennt, da gibt es zwei Typen, ganz klar different. Den Aufheber hier und den Wegwerfer dort. Man könnte fast meinen, es sei wie ein Sport für beide, mit Ausdauer ernsthaft betrieben. Gewiss nicht. Ihr Leben lang ist so geblieben, es ist ihr Charakter, da ist nichts zu machen. So gehen sie halt um mit ihren Sachen. Der Wegwerfer macht es sich immer ganz leicht. Er freut sich an Dingen, die heute ihn umgeben, ob gekauft, ob geschenkt, jetzt sein Dasein beleben, doch morgen ihm nutzlos erscheinen. Es reicht, da steht ja nur rum, ist nun wirklich mal gut, ich brauche ganz bestimmt es mir nie in meinem Leben, was soll es noch länger aufzuheben? Jetzt bloß weg damit. Ach, wie gut das doch tut. Schwer tut sich der Aufheber. Klebstoff ist der Urheber. Was er hat, das klebt fest an ihm. Er hebt auf, was mal erworben, bis er ist gestorben. Brauche ich doch noch mal. Wäre eine Höllenqual, es gleich wegzuschmeißen. Wäre ja nie drauf scheißen. Zu dieser Sorte Mensch gehöre wohl ich. Was da steht rum, ist abenteuerlich. Was hat sich in all Jahren angesammelt? Regale, Schränke, Kisten vollgerammelt. Bin Jäger wohl und Sammler auch zugleich. Doch die Sammelleidenschaft spielt mir einen Streich, weil ich schon nicht mehr weiß, wohin damit. Wenn Neues kommt dazu auf Schritt und Tritt. Denke ich allein an Bücher, DVDs, CDs, Kassette, Platte, Video. Ich gestehe es, all die Geräte, alte, die gehören dazu, die brauche ich ja auch noch. Kann partout nicht einfach sie entsorgen. Nicht kaputt, das ist beim besten Willen doch kein Schutt. Nun will von Ordnung ich nicht ständig träumen und endlich mal beginnen aufzuräumen. Oh je, da muss ich erstmal kräftig pusten. Hatschi, das wird ein Niesen, Husten. Der Staub, der aufgewirbelt, muss erst weg und was sich sonst noch auftut, so an Dreck. Dann wieder klare Sicht. Entdeckungstour. Ihr glaubt es nicht. Eine richtige Inventur wird das. Ich stöbere rum und finde wieder, was längst vergessen war. Da legst du die nieder. Ein Tonband mit der eigenen Stimme, eine Rede mit 20 vor vielen Leuten, alter Schwede. Ein Buch, das oft gesucht und nie gefunden. Na super, dachte schon, du seist verschwunden.
und Fotoalben, die, ach, wie schade, sind verhallt, verklungen. Und das, ach, alte Liebesbriefe an Sie, die ich, die aber mich nie wollte, nie? Ach nee, die gibt's noch und zu welchem Zweck? Die können endlich nun ja wirklich weg. Doch das ist's nicht allein, sich aufzuraffen, Ballast tatsächlich mal wegzuschaffen. Denn wie sich zeigt, begegnet man beim Räumen sich selbst auch wieder. Was man tät, versäumen ja viel zu lang. Entdeckungstour bei Sachen nur? Nein, ein unerwartetes Erwachen. Ein Aufbruch ist in eine frühere Welt, die trotz Vergessen ihre Gültigkeit behält. Was habe ich mit den Dingen früher mal gemacht? Was hab an Zeit mit ihnen nicht verbracht? Wer war ich damals? Bin ich heute ein anderer? Es kommt mir vor, ich trotte wie ein Wanderer stets meinen Pfad voran, schaue nie zurück, verliere dabei dann völlig aus dem Blick ein ganzes Stück von mir und meinem Leben, als hätte es das alles nie gegeben. Wie herrlich ist es doch, auch mal Ordnung zu schaffen. Wie hieß es da gleich zu Beginn? Ha, ich muss lachen. Ein Wegwerfer? Aufheber? Leicht mir es jetzt fällt, das Wegwerfer sein. Komm mir vor wie ein Held. Nochmal anschau die Dinge, sie wiedererkennen, dann aber mich heiter, beschwingt davon trennen. Dankeschön fürs Zuhören. Eberhard Kleinschmidt war das. Er hat aufgeräumt und jetzt ist alles schön ordentlich bei dir. Naja, nee, leider noch nicht. Leider noch nicht. Okay, ja. Ja, ich kann auch schlechte wegwerfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja auch so ein Jäger und Sammler. Ne? Also, das liegt in der Natur der Menschen. Ja, ich habe jede Menge Bücher und ich habe mal einen sehr schönen Spruch gelesen. Das einzig Negative an alten Büchern ist, dass sie uns daran hindern, die neuen zu lesen. Ja, gut, ja, stimmt. Ja, 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 gut, ja. Ja. Eberhard, du bist ja auch ein Mann von so vielen Talenten. Du bist ja auch Musiker, genau wie dein Sohn, den wir vorhin schon gehört haben. Und jetzt hast du aber auch noch ein Musikstück mitgebracht, bei dem auch du zu hören bist. Ja, also das zweite Hobby, früher war es auch teilweise das erste Hobby, war zu Studienzeiten die Musik. Ich hatte anfänglich also auch mal überlegt, ob ich Musiklehrer werden sollte. Na gut, das habe ich dann doch nicht gemacht. Die Sprache stand dann als Studienfach im Vordergrund. Aber die Musik spielte und spielt immer noch bei mir eine große Rolle. Heute kaum mehr am Klavier, wo ich auch mal ganz gut war, und schon gar nicht mehr im Chor. Und beim Aufräumen fand sich dann ein Tonband wieder ich war nämlich, zu Studienzeiten war ich 2 Jahre lang Mitglied eines Spirituell-Chores. Damals waren ja also Spirituelle Gospel-Songs noch weitgehend unbekannt. Heute hat jeder Chor eigentlich ein Gospel, mindestens ein Gospel in seinem Repertoire. Und 1961, 62 war ich zweimal mit diesem Spirituell-Chor in Norddeutschland auf Tournee. Wir waren 16 junge Männer. 4 jeweils im ersten, zweiten Tenor und ersten, zweiten Bass. Ich habe im ersten Bass mitgesungen. Und als ungewöhnlichen Wunsch habe ich also nun jetzt hier, dass also ein solches Spirituell mal eingespielt wird. Okay, also Verzeihung für die Tonqualität. Die Aufnahme ist immerhin 60 Jahre alt, entspricht also nicht mehr ganz den heutigen Anforderungen. Und noch vielleicht 2, 3 Sätze, um sich in diesen Text hineinzufinden. Überschrift also ist The Animals Are Coming. Es geht also um die Tiere, die also versuchen, in die Arche Noah reinzukommen, ehe nun also die Sintflut losbricht. Und dann hört man etwas vom Elefanten und vom Känguru, von der Ameise und von der Hummel und vom Nilpferd, das also im Tor stecken bleibt, von dem Affen, den keiner so gerne richtig will, weil er ständig trickst. Und das kleine Schwein meint, es würde nie in den Himmel kommen. Und die Schildkröte dachte, sie würde immer zu spät kommen. Also das so als kleine Einführung zu dem folgenden Spirituell, eben The Animals Are Coming. Ja, prima. Dann würde ich sagen, dann hören wir da jetzt mal rein und würde ich sagen, Ton ab. The animals are
coming, one by one. The old cow chewing on a cutaway bun. The animals are coming, two by two. The elephant and the kangaroo. The animals are coming, three by three. The bear and the buck and the bumblebee. The animals are coming, four by four. The old hippopotamus stuck in the door. The animals are coming, five by five. That the animals did it right. Hallelujah, 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 hallelujah to them. All the animals are coming, six by six. The hyena laughing at the monkey's tricks. The animals are coming, seven by seven. The old fat pigs are smooth that chef. The animals are coming, eight by eight. Noah hollered out, sad that gate. Oh, the animals are coming, nine by nine. Noah hollered out, sad that line. Oh, the animals are coming, ten by ten. The old dog blew his whistle then, and nobody knew where they was at. Till the old dog bumped on the rada. Hallelujah, 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 Das war der Göttinger Spiritual Chor mit The Animals Are Coming. Und im Bass zu hören war Eberhard Kleinschmidt, heute uns zugeschaltet. Da sind wir wieder. Ja, in einer wesentlich besseren Tonqualität auch, muss man sagen. Ja, aber schön, dass ihr euch darauf eingelassen habt, das also zu bringen. Natürlich, immer gerne. Was war denn eigentlich... dein schönster Slam-Moment? Oder gibt es da einen, oder du hast ja bestimmt in den ganzen Jahren doch einige gesammelt, aber gibt es denn einen, der da besonders rausragt? Ja, also da fällt die Entscheidung eigentlich sehr, sehr schwer. Ich will mal zwei erwähnen. Der erste Auftritt ist, sage ich mal, unverfänglich. Mein Auftritt am Donaustrand, in der Arena am Donaustrand in Ingolstadt im Sommer 2019 vor über 2000 Leuten. Also wahrscheinlich der größte Auftritt, der Auftritt mit den meisten Zuschauern, die ich also jemals erreicht habe. Dort habe ich auch schon, das kommt dann also jetzt, der zweite Auftritt, den ich jetzt gleich erwähnen werde, dort habe ich dann also auch schon mal vorgetragen, es war ja damals immerhin Sommer, mein Text Der Nacktmann. Wobei dieser Text, okay, natürlich verbal lasse ich also jemanden nackt da durch die Stadt ziehen und was und dabei anderlei erleben, aber ich selbst war natürlich sehr schüchtern und zurückhaltend und habe allenfalls mein Hemd ein bisschen aufgemacht und mein, ein bisschen von meiner Brust gezeigt. Aber jetzt zu dem zweiten Auftritt. Naja, also der ist dann schon doch so ein bisschen verfänglich. Aber in den Vorgesprächen haben also Ralf und Wilke mich letztlich dazu ermuntert, das dann doch zu erwähnen. Na gut, also es war jetzt der Oktober 2019. Wieder mal eine Tour mit Felix Römer nach Fritzlar im Hessischen. Liebe Grüße. Und dort in Fritzlar bestand die Tradition, dass nach dem Slam das gesamte Line-Up nächtens nach dem Auftritt nackt in den Marktbrunnen stieg. Ja, also mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen ist gut. Das erste Mal hatte ich das also dann auch verpasst, weil ich also zu viel Bier getrunken hatte, na egal. Aber diesmal war ich also nur tatsächlich dran. Ja, gut, also ich war nur gerade 80 geworden, einen Monat vorher bin ich also auch eben mal mit in diesen Brunnen hineingestiegen. Also ich nehme mal an, dass die Goldfische sich einigermaßen gewundert haben, dass dann plötzlich auch so ein Oldie auftritt. Und Leute, es war sehr, sehr kalt. Also ich verstehe. Ich habe lange nicht so aufgejubelt wie in diesem kalten Wasser. Ja, das war also, aber noch dazu muss ich sagen, es war also wirklich ein Event, im Grunde genommen fast für die ganze Stadt, denn kaum, dass wir also aus diesem Brunnen raus waren, also es war für alles gesorgt, für Badetücher, Bademäntel, Schnaps, Bier, Schnittchen, es war also ein nächtliches Fest um diesen Marktbrunnen. Ja. Ja, richtig gelohnt, da einmal in den Stadtbrunnen reinzuhüpfen. Ja.
Und zuvor hatte ich dann ja also auch eben den Nacktmann vorgetragen, vortragen müssen. Ja. Wenn man mich ermuntert, also es blieb mir gar nichts anderes übrig. Aber im Endeffekt in der Rückschau habe ich es eigentlich auch gerne gemacht. Ja. Aber das in Deutschland, ne, ist doch eigentlich Erregung öffentlichen Ärgernisses, ne, wenn man dann nackt in Ja, ich dachte aber schon, wenn sie dich jetzt dabei erwischen, dann erkennen sie dir vielleicht deinen Doktortitel auch noch wieder ab oder so. Weil du dich nicht konform verhalten hast. In Amerika ist das ein ganz normaler Spring Break. Ja, genau. Okay. Ja, na gut, das zu meinem schönsten Auftritt. Und Badeausflug. Ja, und Badeausflug, genau. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr originell. Also das, von wie wir im Vorgespräch so mitgekriegt haben, du bist ja eine Wundertüte an Anekdoten und lustigen Geschichten, muss man wirklich sagen. Also herrlich. Ja, wollen wir dann mal weitermachen? Du hast ja auch ein Video mitgebracht für uns, ne? Genau, ein Video, das also 2018 beim ETPT-Slam in Hildesheim aufgezeichnet wurde. Ein Text konnte ich dort bringen und der wird dann auch gleich zu sehen sein wahrscheinlich. Namibia, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit den Menschen im Land verwandt und verbunden. Ein Beispiel aus meinem Repertoire für politisch-sozialkritische Themen, Flüchtlingskrise, Rassismus, AfD, Versäumnisse der Politik, ähnliche Dinge habe ich eigentlich alle schon mal vorgetragen. Aber was diesen Text betrifft, was den Völkermord an Hereros und Namas im Kaiserreich betrifft, diesen Text habe ich ja seit 2016, kurz nachdem diese Armenien-Resolution im Bundestag verfasst war, über 30 Mal vorgetragen und damit also auch wirklich einige tausend Leute beim Slam erreicht, was mir also sehr, sehr wichtig war, denn es ist bis zum heutigen Tage, bis vor kurzem kann man sagen, komme ich gleich drauf, ein ungelöstes Problem der Bundesregierung gewesen. Ich habe dann also auch 2018 eine Eingabe an den Bundespräsidenten gemacht und das Bundespräsidialamt hat mir sogar darauf geantwortet und gesagt, es wären Gespräche im Gange und es würde irgendwann demnächst auch mal zu einer Lösung kommen. Ja, und jetzt am letzten Sonntag ging es durch die Presse, dass also diese Verhandlungen zwischen der Bundesregierung mit der Regierung in Namibia über Entschädigungen für die deutsche Kolonialverbrechungen auch so langsam zu einem Ende kommen. Es ist also ein Abkommen in Sicht und demzufolge erkennt Deutschland nun die Massaker an den Hereros erstmals offiziell an und bittet also auch offiziell um Entschuldigung. Da wird dann also der Bundespräsident vor dem Parlament in Namibia in Windhoek auftreten und öffentlich dann um Entschuldigung bitten. Endlich, nach über 100 Jahren. Nun die Frage, warum bin nun gerade ich mit diesem Thema unterwegs? Die Begründung dafür gebe ich am Anfang des Mitschnitts. Nur so viel vorweg, also meine Urgroßmutter war eine Eingeborene aus dem südafrikanischen Stamm der Nama. Ja, so viel als Einleitung zu diesem Mitschnitt. Ja, das Thema hat ja nochmal an öffentlicher Wahrnehmung gewonnen durch diesen Beitrag von Jan Böhmermann vor ein paar Monaten im ZDF-Magazin Royal. Ja. Und dass jetzt endlich das Aussöhnungsabkommen ja kurz bevorsteht, das macht es natürlich nochmal viel, viel aktueller. Ja. Schauen wir doch mal rein, oder? Hier ist Eberhard Kleinschmidt live auf der Bühne mit Namibia, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit den Menschen im Land verwandt und verbunden. Ja, schönen guten Abend, Hildesheim. Es ist gut, dass ich die Reihe hier eröffnen muss. Es ist ja vorher ausgelost worden. An sich ist der Platz 1 immer sehr unbeliebt. Aber mir kommt das schon recht, weil ich mit einem ernsten Thema beginne. Ein Text, den ich schon sehr, sehr oft im Poetry-Bereich, Poetry-Bereich gemacht habe. Ein Text, der auch schon ziemlich bekannt ist und der sogar an zwei Stellen in Essen und in Jena bereits Eingang in die Schule gefunden hat.
Mein Thema ist also Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Armenien-Resolution des Bundestages vom Juni 2016 ist ja vielleicht dem einen oder anderen noch in Erinnerung. Was ist aber denn mit dem Massaker in Namibia im Deutschen Kaiserreich? Dabei wissen die wenigsten Bescheid. Ja, Mord war es. Völkermord, was da geschehen, an Namas und Hereros in Südwest. Ob wir Deutsche endlich dazu stehen, was lange schon sich nicht mehr leugnen lässt? Ob öffentlich nun endlich anerkannt, was über 100 Jahre lang verdrängt? Ob endlich das entschuldigend als Schuld benannt, was früher wir in Afrika an Leid verhängt? Ja, warum dieses Thema und warum nun gerade ich mit diesem Thema? Es gibt also einen sehr persönlichen Anlass dafür, denn meine Ur-Ur-Urgroßmutter war eine Hottentottin aus dem südafrikanischen Stamm der Nama. Verheiratet seit 1814 mit meinem Urahn, dem Missionar der Londoner Missionsgesellschaft. Ja, der Text ist dann also auch überschrieben, Namibia mit den Menschen im Land verwandt und verbunden. Bei dir sieht's aus wie bei den Hottentotten. Ist solch eine Unordnung nicht auszurotten? Die Oma schimpfte, wenn mein Kinderzimmer nicht aufgeräumt. Mit dir wird's immer schlimmer. Die Hottentottenneger, die sind schlecht. Wie die so leben, das hat sich gerecht. Die gibt's kaum noch in Deutsch-Südwest. Kein Vorbild sind die. Du das also lässt. Als Kind hab ich nicht nachgefragt, warum mir wurde das gesagt. Wer war das denn, die Hottentotten? Wo waren die, nicht auszurotten? Dass ich mit denen gar verwandt, war lange Zeit mir völlig unbekannt. Da wurde vieles totgeschwiegen, das Vorurteil indes nicht totzukriegen. Wie war das nun? Was war passiert, dass Schwarze so stigmatisiert? 1904. Jetzt war der Aufstand da. Kein Wunder, was geschah, vom Weideland verdrängt, im Lebensraum beschränkt, durch Dürre, große Not, der Existenz bedroht, als Mensch diskriminiert, durch Züchtigung diszipliniert. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Grundgesetz Artikel 2.1. Ein Bierfass. Drüber nackt ein Mann gebunden, die Peitsche zischt, der Lattenstock drischt drauf, da wird ein Mensch geschlagen und geschunden, weil gegen Unterdrückung er tritt auf, bis schließlich Rücken und Gesäß zerfetzt. Was im Bericht steht, wen wird das erregen, wie Prügelstrafe hier wird eingesetzt. Zitat, ein rohes, gehacktes Beefsteak ist nichts dagegen. So der Kolonialbeamte Wilhelm Valentin. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundgesetz 1.1. Ein Herrenmensch, der Kolonist, nach Kaisers Vorbild ein Rassist. Im Größenwahn und Rassenwahn ist ihm der Neger untertan, sein Leben, die Kultur nichts wert. Und wer die Negerin begehrt, der kriegt sie. Und die Soldaten, sie mehren damit ihre Taten. Niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt werden. Grundgesetz 3.3. Am Waterberg, zunächst nur halb besiegt, die Hereros, nun erst recht bekriegt, mit ihren Frauen und den Kindern, mit Tross und Wagen und den Rindern, von Truppen vor sich hergetrieben, dann in der Wüste aufgerieben, von Wasserstellen abgewehrt, von Durst und Hunger aufgezehrt, wird fast ein ganzes Volk vernichtet. Mit Kaisers Willen hingerichtet. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Grundgesetz 2.2. Am Hals mit Eisen eingeschnürt, dort angekettet, abgeführt, in langen Reihen fest verkettet, dass keiner ausbricht und sich rettet, so als Gefangener deportiert, gleich Auschwitz, Lager interniert, der Zwangsarbeit dort ausgesetzt,
erkrankt, verhungert, tot zuletzt. Damit beim Aufstand wird belohnt, er gerade im Kampf vom Tod verschont. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, Grundgesetz 2.2. Wer nicht gleich tot, Versuchsobjekt der Medizin. Nicht abgeschreckt, am Menschen Heilung zu probieren, nach dessen Tod ihn zu sezieren. Gar Totenschädel trifft dies los, wenn sie von ihrem Körper bloß in Kisten nach Berlin versandt, für Wissenschaft als Gegenstand. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundgesetz 1.1. Ja, Mord war's. Völkermord, was da geschehen, an Namas und Hereros in Südwest. Ob wir Deutsche endlich dazu stehen, wie, was lange schon sich nicht mehr leugnen lässt? Ob öffentlich nun endlich anerkannt, was über 100 Jahre lang verdrängt? Ob endlich das entschuldigend als Schuld benannt, was früher wir in Afrika an Leid verhängt? Dankeschön fürs Zuhören. Das war Eberhard Kleinschmidt beim ETPT-Slam mit Namibia. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit den Menschen im Land verwandt und verbunden. Wow, das geht unter die Haut. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe damals, ich habe auch Widerspruch natürlich erlebt, weil ich eben diese Gräueltaten in Beziehung setze zu unserem Grundgesetz. Ne? Ist natürlich 100 Jahre später, noch mehr als 100 Jahre später entstanden. Aber letzten Endes ist das also moralisch die Basis, auf der das Ganze auch nach 100 Jahren zu betrachten ist. Ne? Ja. Ja, nachdem. Dann wird jetzt. Entschuldige. Dann wird jetzt mal Zeit, um ein bisschen durchzuatmen, wieder für ein bisschen Musik. Ja, um von dem schweren Thema jetzt. Ja, genau. Hast du denn noch ein bisschen Musik für uns mitgebracht, Ebert? Ja, ich hatte dafür dann ja also auch einen sehr außergewöhnlichen Musikwunsch. Und zwar ein Chanson von dem französischen Chansonsänger Jacques Brel, der leider viel zu früh verstorben ist, 1978. Jacques Brel war und ist bis zum heutigen Tage also mein großes Vorbild fürs Schreiben. Also hören, lesen, schreiben, übersetzen war mit Jacques Brel für mich immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Übersetzung. Ich habe vor über 30 Jahren mittlerweile auch das Gesamtwerk von Brel ins Deutsche übersetzt, wollte es herausbringen, aber leider war also Brels Tochter, die France Brel, die über diesem ganzen Erbe wacht, die Cerberus, nicht damit einverstanden. Sie wollte partout eine gereimte Übersetzung und ich habe argumentiert, dass ich nicht Brel nachahmen wollte, nicht mit ihm in Konkurrenz treten wollte. Ich wollte einfach eine Verständnishilfe leisten für deutsche Hörer, die des Französischen halt nicht so mächtig sind. Ja, aber Brel ist wirklich also ein großes Vorbild, auch was die Performance anlangt. Man wird es also auch vielleicht gleich sehen. Ich habe ausgewählt eines seiner bekanntesten Chansons, Les Bourgeois, die Bürger. Ganz kurz zum besseren Verständnis. Drei Männer, drei Freunde, unterschiedliche Altersstufen, einmal so knapp vor den 20, einmal ein bisschen über die 30 und dann einmal über die 50. Und ja, was passiert da? Also als junge Leute mit knapp 20 feiern sie also ihr Alter in der Kneipe bei der dicken Adrienne de Montalon. Da haben wir also Freund Jojo und Freund Pierre und dann den dritten im Bunde, der sich nicht weiter zu erkennen gibt, nur sich selbst erkennen gibt als der arroganteste von allen. Ja, Jojo, der hielt sich für Voltaire, Pierre hielt sich für Casanova, aber der Sprecher, der Sänger, hält sich also für sich selbst am besten. Was passiert nun? Als die dann aus der Bar rauskommen um Mitternacht, treffen sie dann also auf die Notare, die also aus der Hotelbar kommen. Und was machen sie? Ja, sie entblößen sich, sie zeigen den Herrschaften ihr Hinterteil und singen dann dazu, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus elle devient vieux, plus elle devient bête. Also mit den Würgern ist es mit den Schweinen, je älter sie werden, desto dümmer werden sie.
Zweite Strophe. Ja, jetzt sind sie schon etwas über 30. Sie feiern aber immer noch so ein bisschen ihre gerade verflossene Jugend. Immerhin, also Pierre und Jojo, Pierre, der tanzt wie ein Vikar, also etwas merkwürdig, und Casanova traut sich nicht mehr. Aber der Sänger, der Arroganteste, der bleibt nach wie vor von sich selbst berauscht. Dasselbe Spielchen mit den Notaren wieder. Dritte Strophe jetzt. Jetzt dreht sich die ganze Sache um. Jetzt sind die drei Herren inzwischen arriviert. Sie sind also alle drei Notare. Notar Jojo, Notar Pierre. Aber Jojo redet nur noch über Voltaire und Pierre redet nur noch über Casanova. Aber der Sänger, der Sprecher, redet nach wie vor über sich selbst. Ja, aber nun passiert's. Als sie nun also aus der Bar des Hotels, wo sie inzwischen angekommen sind, rauskommen, da treffen sie natürlich also auf die ganzen jungen Leute, die ihrerseits aus der Bar von der dicken Adrienne de Montano rauskommen. Und was machen sie? Sie beschweren sich bei der Polizei. Herr Wachtmeister, gucken Sie sich das mal an, was die Leute machen. Sie entblößen sich, sie zeigen ihren Arsch. Das geht doch überhaupt nicht. Ja. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Ja. Also Brel, mein großes Vorbild, und ich bin auch noch immer dankbar, dass ich gerade 1968 habe ich in Frankreich verbracht und da also die Revolution der jungen Leute noch so richtig mitgekriegt. Ja. Okay. Dann hören wir jetzt rein. Jacques Brel, Les Bourgeois. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas, et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 3 ans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des 3 faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova, et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalant, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient bête. Das war Les Bourgeois von Jacques Brel. Wir sind hier bei der Slambörse Wuppertal. Uns zugeschaltet ist Eberhard Kleinschmidt. Ja, hallo Eberhard. Jetzt bist ist es bei uns da. Auch schon... Ja. Ja, er ist da. Mit der Technik funktioniert auch alles. Eberhard, hast du denn auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer eine Empfehlung, ein gutes Buch, einen guten Film, ein gutes Album, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ja, darüber habe ich nachgedacht und ich mache jetzt mal das, was ich sonst nie mache. Ich empfehle das Buch eines Mitstreiters der Poetry Slam Szene, das Buch Cognito Ergo Dumm von Sebastian im 23. Eine Geschichte der Dummheit, wie es im Untertitel heißt. Anders als bei Büchern anderer Slammer geht es hier nicht um Bühnentexte, sondern um eine eher wissenschaftlich zu nennende Abhandlung all der Unzulänglichkeiten menschlichen Handels in Geschichte und Gegenwart. Also alles, was dumm, unklug, unsinnig, töricht, abstrus, abwegig, chaotisch ist, das kriegen wir also hier mit. Aber
Sebastian will ja unterhalten, er will unterhaltsam, vergnüglich sein. Also es soll Spaß machen beim Lesen. Und er tut das dann also auch des Öfteren mit den Mitteln des Sarkasmus, des Zynismus, der Satire. Also du lachst beim Lesen oft, es bleibt ja oftmals auch als Leser das Lachen wirklich im Halse stecken, ob all der Dinge, die bis zum heutigen Tage passieren, und wir brauchen ja gar nicht so fürchterlich weit zurückgucken, was bei uns alles im letzten Jahr passiert ist und immer noch passiert. Naja, okay, also ich glaube, Sebastian ist auch schon dabei, eine Fortsetzung zu schreiben. Gut, das Buch ist also trotz aller Wissenschaftlichkeit, die es durchgängig an den Tag legt, sehr, sehr gut lesbar. Ich kann es also allen empfehlen. Ich habe dazu, was ich normalerweise auch ganz selten tue, eine Rezension zu dem Buch geschrieben. Wenn ihr also das Buch von Sebastian googelt, werdet ihr auch auf meine Rezension stoßen. Und ich habe am Schluss meiner Besprechung Sebastian dieses Sprüchlein ins Stammbuch geschrieben. Der Dummheit ernst aus aller Welt als Lesespaß zu präsentieren, den stets aufs Neue zu stimulieren. Sebastian schafft's. Das Buch gefällt. Wunderbar. Schön. Ja, damit sind wir auch leider schon am Ende unserer Sendung angelangt. Kauft euch Sebastian 23 Cogito Ergo Dumm und natürlich von Eberhard Kleinschmidt, der wandernde Dichter. Kostproben von Eberhards Gedichten findet ihr unter www.eberhard-kleinschmidt.de. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Eberhard. Es war mir eine große Freude wirklich mit dir heute. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an Ralf Michael Bayer, hier meinen Mitmoderatoren. Wie immer könnt ihr natürlich, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, spenden für den Wuppertaler Kultureintopf. Das kommt Künstlerinnen und Künstlern in Wuppertal zugute und ist auf jeden Fall eine gute Sache jetzt in der nach wie vor andauernden Corona-Pandemie. Ja, und von mir aus am Schluss also wirklich ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr mich hier eingeladen habt. Und es hat also echt Spaß gemacht, mit euch mich hier zu unterhalten. Dito. Okay. Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank an Eberhard. Es war uns ein großes Vergnügen. Vielen Dank, Wilko. Wie immer sehr eloquent und witzig. Ja, und vielen Dank an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die das natürlich alles gespannt verfolgt haben. Vor allen Dingen drücken wir uns mal gegenseitig die Daumen, dass wir im nächsten Monat wieder live in der Börse auftreten können. Und ja, bleibt am Ball, guckt auf unseren Seiten nach, guckt auf der Börsenseite nach, werden euch noch Infos geben. Und wenn es wieder soweit ist, kommt reichlich, erscheint reichlich, unterstützt uns. Und vor allen Dingen denkt positiv und bleibt negativ. Und ja, schönes Wochenende noch für alle. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.